Erfolgreich mit Small- und Mid-Caps handeln. Darin hat unser heutiger Studiogast Ramon Huber Erfahrung. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu diesem Market Talk. Ich habe es in der Ansage schon gesagt, im Studio Ramon Huber. Er bringt eine jahrelange Erfahrung im direkten Handel auch mit größeren Positionen mit Small- und Mid-Caps mit sich. Ramon, vielleicht möchtest du dich kurz vorstellen. Hallo Roland. Ja, ich bin schon lange dabei. 2005 haben wir dann Lima Capital gegründet mit meinem Partner Raphael Rutz zusammen. Wir sind jetzt 8 Leute, eingespieltes Team, haben 3 Fonds auf unserer Plattform, einen Long-Only, einen Quant Long-Short Fund und unseren Flagship-Fonds LC Equity Fund, der Long-Short taktisch spielt. Und da kommt InvestCH häufig zu Hilfe. Der Fonds hat das Geld seit der Gründung verdreifacht, waren 2 Jahre negativ, dieses Jahr ganz leicht negativ, haben jetzt noch 3 Monate aufzuholen, damit wir auch dieses Jahr noch im Plus abschließen. Ramon, kleinere Aktien, Small- und Mid-Caps, erscheinen ja fürs Publikum zu gewissen Zeiten, besonders wenn die Kurse schon etwas gestiegen sind, besonders interessant. Wenn dann die Preise an der Börse allgemein wieder fallen, verschwindet das Interesse oft. Sehe ich das richtig? Ja, absolut. Für Kleinanleger ist es häufig so, dass sie mit preislich kleineren Aktien das Gefühl haben, sie können mehr verdienen. Also du meinst preislich kleiner, also die Aktie ist bei 9 Franken anstelle jetzt irgendwie 500 oder so. Genau. Und somit kann man gefühlt mehr Aktien kaufen. Also ich kann jetzt 1000 Aktien kaufen bei 9, bei 500 sind es dann nur wenige. Und wenn es dann von 9 auf 10 oder 11 geht, dann ist das unglaublich großer Schub, macht auch viele Prozente aus. Und man hat dann 1000 und das ist ein tolles Gefühl. Dann kommt sicher noch dazu, dass man auch in diesen Aktien halt dann sehr häufig große Bewegungen sieht. Hat mit dem Beta zu tun, aber das Beta wird auch daran ausgelöst, dass eben der Preis so klein ist und dann prozentual gibt es schnell große Bewegungen. Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist es vor allem dass die Hoffnung auf schnelle Gewinne. Man hat keine Zeit, man will sofort reich werden, nicht irgendwie jahrelang warten, was da die privaten Investoren dann in diesen kleinen Aktien verlockend erscheint. Absolut. Ich meine, ich höre häufig Leute, die sagen, ja, ich habe 10.000 Franken, kannst du mir einen Tipp geben? Ich möchte auch 20.000, ich möchte schnell reich werden. Und ich glaube, das kommt dann immer in der Endphase eines Bullmarkets. Funktioniert eine Zeit lang noch, weil da kommen dann die wildesten Geschichten auf und Aktien können sich nochmals verdoppeln, aber längerfristig geht es meist nicht auf. Ja. Jetzt habe ich kürzlich eine Studie aus dem Bereich der Verhaltensökonomie gelesen. Dort drin wird behauptet, dass die Small- und Mid-Caps bei den privaten Investoren deshalb beliebter sind, weil sie glauben, darin eine größere Expertise zu haben. Also man fährt jeden Tag beispielsweise am Gebäude vorbei, man hat einen Verwandten, der bei der Firma arbeitet und denkt dann, einfach besser informiert zu sein. Ist das so? Ja, ich denke schon. Also eben das mit dem, der Nachbar arbeitet dort, es gibt ein gewisses Vertrauen. Wenn ja, noch ein Geheimtipp, oder? Genau. Ja. Und auf der anderen Seite kann man vielleicht dann den Leuten auch noch was mitgeben im Sinn von, ja, diese Biotech-Firma hat ein neues Medikament oder diese Technologie, die kennt man noch nicht. Es wirkt halt konspirativ irgendwo. Ja. Klar. Und auf der anderen Seite ist es ja sowieso so, man möchte ja nur über Sachen miteinander diskutieren, die erfolgreich sind. Und wenn es die großen Aktien sind, dann muss es ein Tesla sein oder ein Apple, wo jeder sagt, wow, super Firma. Und vielleicht, wenn man dann auch dort die Performance anschaut, ist denn die auch nicht immer nur, es geht nur nach oben. Hm. Wie suchst du dir dann deine Mid- und Small-Caps aus? Also ich nehme jetzt nicht an, weil dein Nachbar bei dieser Firma arbeitet. Nein, so viele Jobs wird er nicht
haben. Er wird immer bei derselben sein oder vielleicht zweimal wechseln. Nein, Spaß beiseite. Ich meine, häufig geht es, der erste Kontakt ist häufig über ein IPO. Und das IPO kommt ja dann meistens zu einer Zeit, wo der Markt eher boomt. Und dann schaut man sich die Geschichte mal an, macht vielleicht beim IPO mit, geht dann vielleicht wieder raus und dann verfolgt man die Firma weiter. Kann auch sein, dass man eine Firma an einer Konferenz trifft und dann merkt, Management macht guten Eindruck, haben Passion für ihre Arbeit. Mhm. Dann denke ich, ist sehr wichtig natürlich am Schluss die Bewertung. Das ist aber auch da bei Small and Mid-Caps, halt weil die Zahlen häufig noch kleiner sind, sind dann die Abweichungen groß. Also ich verdiene jetzt 2 Millionen und 500.000 mehr oder weniger sind dann viele Prozente und kann natürlich immer einen Einfluss haben. Darum darf man das nicht zu kurzfristig anschauen. Und Management ist wirklich ein für sich der Key an der ganzen Geschichte. Ich meine, logisch ist auch wichtig, ob ich jetzt für diesen Sektor positiv oder negativ bin. Aber grundsätzlich gibt es ja in fast jedem Bereich für gute Firmen eine gute Zukunft. Mhm. Wie gehst denn du vor? Also dann kaufst du die Aktien dieser Firma, jener Firma und vielleicht noch dieser dort auch noch. Und dann hast du ein Portfolio, also ein Delta. Und wie gehst denn du da weiter vor? Ja, dann gibt es verschiedene Mechanismen. Also vor allem, wenn dann das Gefühl da ist, dass der Markt eher oben ist, dann kommt das Hedging ins Spiel. Also da sprechen wir vom Gesamtmarkt. Da sprechen wir vom Gesamtmarkt. Einzelne Aktien, die bewegen sich dann schon anders. Da muss man dann individuell wieder schauen. Aber wenn es übers Portfolio geht, dann kommt Hedging. Und das Hedging machen wir sehr häufig über die Index-Futures. Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, also du hast ein Portfolio, baust dir quasi deinen eigenen Index, oder? Dadurch, dass du, sagen wir jetzt mal 10 oder 20 verschiedene Aktien im Portfolio drin hast und diesen sicherst du dann via einen Index ab DAX, S&P oder weiß Gott was oder SMI, so in etwa. Genau, also ich meine, sicher zu sagen, unser Portfolio besteht nur aus einem kleinen Teil aus Small and Mid Caps. Mhm. Wir haben dann auch größere Aktien drin. Immer wieder Diskussion, wo ist es jetzt large? Ich meine, ich finde schon 1 Milliarde ist okay. Gibt Leute, die sagen, ja, es muss mindestens 5 sein, um large zu sein. Also Market-Kapitalisierung der Aktie, ja. Mhm. Genau. Und dann hedgen wir, obwohl das auch immer wieder Diskussionen sind, meist mit den großen Index-Futures ab, weil die Liquidität da ist, ja. Technisch funktioniert das gut. Ja. In anderen Bereichen ist es teilweise schwieriger, das Handeln. Ich meine, wir versuchen teilweise auch Single Shorts, also dass man wirklich eine Aktie, die in einer Rising Wedge ist, dann halt Short zu gehen, ja. Auch eine Möglichkeit. Ja. Das heißt also eigentlich, du schaust, ob das Substrat stimmt für dein Portfolio, also dein künstlicher Index, ich sage dem jetzt mal so, dein Portfolio. Und wenn da das Management stimmt und die Zahlen, dann bleibt die Aktie da im Portfolio drin. Aber auch die ist dann natürlich irgendwann mal oben und dann legst du einfach den Index drüber, um das abzusichern gegen eine Marktschwäche, die halt einfach über alle Aktien hinweg erwartet wird. Richtig. Und meist ja dann in diesen Small and Mid-Caps ist die Schwäche noch größer als in den restlichen, weil eben Liquidität ist nicht da. Dann meist waren sie vorher dann noch ein bisschen gehypt. Ja. Und kleinere Firmen haben in schwierigen Zeiten meist auch noch mehr Schwierigkeiten, sei es auf der Finanzierung, haben weniger Geld für Werbung und. Also, ja, das ist ja das Thema, oder? Man kauft, weshalb kaufst du Mid- oder Small Caps eigentlich, weil sie sich irgendwie besonders bewegen, meistens besonders stark, ja, wenn es auch oben geht. Das hat ja dann mit den Kennzahlen zu tun, mit dem Beta der betreffenden Aktie. Und ist das eigentlich jetzt ein Vorteil, wenn ich eine Aktie habe mit einem hohen Beta von irgendwie 2,5 oder so? Ja, wenn es in die richtige Richtung geht, ist das ein Vorteil. Ja. Aber ich meine, am Schluss, glaube ich, ist es wirklich, das A und O ist halt, wie man schon immer sagt, tief kaufen, hoch verkaufen. Mhm. Und ich meine,
Bei Small Caps glaube ich einfach, dass es teilweise Situationen gibt, wo man dann Aktien wirklich extrem günstig kaufen kann. Mhm. Es braucht dann Zeit. Das kann lange dauern und bis dann irgendwo der Markt diese Aktie wieder entdeckt. Aber es gibt dann auch von da wirklich ein gewisses Potenzial. Aber das ist eben wirklich eine längerfristige Geschichte. Und kurzfristig gibt's große Schwankungen. Da versuchen wir, das ist immer unsere Strategie, wenn wir eine Position haben, wird die immer ein bisschen balanciert. Also wenn es jetzt mal wieder 10% hochgeht, dann wird auch wieder mal 5 oder 10% von meiner Position verkauft. Wenn es wieder runtergeht, aufgestockt. Das gibt dann in Phasen, wo der Markt schwankt, gibt es immer einen zusätzlichen Ertrag. Also ein Mikromanagement. Genau. Meine Damen und Herren, es gibt zu dieser Sendung noch eine Webseite, investea-markettalk. Dort können Sie weitere Informationen zu den Themen, die wir hier besprechen, nachlesen, auch zu Ramon Huber und den Produkten, die er betreut. Vielleicht, wenn Ihnen das Video gefällt, lassen Sie auch noch einen Daumen hoch da und abonnieren Sie auf jeden Fall unseren Kanal. Im Vorgespräch hast du mir etwas gesagt von einer 100-Millionen-Grenze, also dass das irgendwie von der Marktkapitalisierung her eine wichtige Marke ist. Was hat das damit auf sich? Ja, das ist richtig. Es gibt Fonds, die sagen, unter 100 Millionen investieren wir nicht, Marketkapitalisierung. Und die wollen dann die Aktie einfach verkaufen, egal bei welchem Preis. Also das heißt, die Aktie sinkt und weil sie gesunken ist, ist die Marketkapitalisierung bei 95 Millionen und dann wollen die einfach raus. Genau, und Liquidität ist nicht da, handeln dann ein Drittel des Tagesvolumen, aber über Tage, vielleicht sogar Monate. Also, wenn ich jetzt nachfragen darf, ein Drittel vom Tagesvolumen, das heißt, Ihr Handelssystem schaut, wie groß das Volumen am Vortag war und verkauft dann ein Drittel dieses Volumens am folgenden Tag. Ja, das versuchen Sie, oder Sie schauen sogar untertags, wenn jetzt jemand 1000 Aktien handelt, handeln sie auch 300. Einfach schön immer ein Drittel. Ich bin nicht so überzeugt, ob das nicht am Schluss den Kurs noch viel tiefer drückt, weder wenn man alles mehr oder weniger halt schnell 10-15% tiefer verkaufen würde. Jetzt sind ja das Mechanismen, die eigentlich mit dem normalen Preisbildungsprozess, den wir bei Futures kennen oder Large Caps, die überhaupt nichts damit zu tun haben und einen weiteren Layer quasi bilden, wo der Preis dann der Aktie selber beeinflusst wird. Könnte das auch ein Mechanismus gewesen sein bei der Zurose Group? Da haben wir vor 6 Wochen etwa plötzlich eine Unmenge Anfragen bekommen, wie es da um diese Aktie steht. Die war ziemlich gefallen. Könnte das auch so etwas gewesen sein? Also ja, kann ich nicht ausschließen, aber ich glaube einfach, dort war wirklich der Hype so groß im Vorfeld, dass die bis auf 500 stieg und jeder kennt in der Schweiz die Zurose. Dann ging es runter, nochmals runter, mussten Kapital aufnehmen und dann irgendwo bei 100 hatte man wirklich das Gefühl, es sei jetzt einfach in Anführungszeichen ein Schnäppchen. Und ich wurde von Leuten gefragt und ja, ich meine, die haben doch eine große Zukunft und der rezeptpflichtige Markt, der ist so groß und die Firma macht es gut. Und ich meine, ich habe meine Eltern, die dort bestellen, funktioniert super, aber die haben einfach nie Geld damit verdient. Also das Typische, was wir schon angesprochen haben, aus dem Bereich der Behavioral Finance, also dass man da einfach denkt, man versteht das Geschäftsmodell, vielleicht die Eltern beziehen auch Medikamente darüber und deshalb muss doch das gut sein, funktioniert ja auch alles und ja, dann und halt die Preisbildungsprozesse am Markt, die sind halt einfach anders. Also ja. Ja, ich meine, jetzt hat man auf einmal Angst, dass die Firma kein Geld mehr hat, noch mehr Geld, Kapital braucht und ich meine, wie wir es gesagt haben, wenn ein Preis mal tief ist, dann kommt der Zweifel auf, ob der Erfolg noch da ist. Ich meine, ja, ich habe nachher ein Beispiel mit einer Firma, die auch mit Medikamenten Geld verdient, aber die ist dann so viel billiger. Meine Damen und Herren, also Sie sehen sehr, wie wichtig es ist beim Handeln von kleinen Aktien. Das sind halt nicht nur
die üblichen Mechanismen, die an den Märkten sonst spielen, sondern gibt es noch eine ganz andere Kategorie. Da muss man also einfach viel mehr noch mit berücksichtigen. Das ist wichtig, daran zu denken. Die großen Aktien hängen ja gewissermaßen genau gleich am Index wie die Äste an einem Baum. Also geht der nach oben, werden die Äste bzw. die Aktien, die Large Caps mitgezogen. Welche Mechanismen sind dann bei den Small- und Mid-Caps speziell? Ja, Small- und Mid-Caps sind halt wirklich auftragsgetrieben. Also wenn jemand diese Aktie kaufen will, hat es keine Future, die irgendwo dagegen dann diese Aktie verkaufen. Dann ist sicher etwas, dass wenn mehr Volumen drin ist und mehr Leute sich darin tummeln, gibt's zusätzliche Leute, die sich darin tummeln. Und bei diesen Aktien, wenn eine Aktie wie ein bisschen vergessen ist, also das ist das Volumen zieht Volumen an. Ne? Also absolut, absolut. Und ich meine, darum sind halt einfach solche Aktien, wenn man das anschaut, könnte das gut sein, dass so eine Aktie 1, 2, 3 Tage gar nicht gehandelt würde, wenn da nicht die Maschinen wären. Wir haben ja, seit wir elektronische Börsen haben, immer mehr Maschinen, die mitmachen. Mhm. Und ich meine, ich beobachte das und das ist unglaublich, selbst in Aktien, die fast nie gehandelt werden, wenn jetzt jemand 5.000 Aktien kaufen will bei 10, dann kommt aber Bruchteile Sekunden später eine Maschine und die kauft dann 112 Aktien bei 10,01. Weil er einfach sagt, wenn ich die kaufen kann, und dann kommt irgendwann später einer und zahlt dann 10,40, kann ich da einen kleinen Gewinn rausholen. Mhm. Und er ist ein bisschen abgesichert, weil es stehen ja 5.000 Aktien da bei 10. Sobald da der Verkäufer kommen würde und diese Aktien verkaufen, gibt er seine 170 wieder mit und hat nur 1 Cent verloren. Ja, also bei diesen kleinen Aktien sind auch die Spreads deutlich größer. Das ist ja auch so eine spezielle Sache, ja. Aber auch ein Problem. Jetzt hast du mir erzählt, dass es da verschiedene Mittel dagegen gibt, auch von der Börse selber. Ja, die Börse, die hat natürlich Interesse, dass so viel wie möglich Volumen bei ihnen über ihre Plattform läuft. Und die Schweizer Börse hat jetzt so einen Mitpreishandel aufgemacht. Also das heißt, ich kann jetzt einen Auftrag eingeben und sage, von dieser Aktie möchte ich 5.000 Stück kaufen. Und ich kaufe die einfach höchstens in der Mitte zu Geld und Brief. Mhm. Und wenn das Brett groß ist und dann will einer 500 verkaufen, kommt die Maschine sofort und sagt, in der Mitte kaufe ich dir die ab. Ist eine Hilfe für alle am Schluss, weil das Brett wird dann kleiner und somit muss ich nicht ich den Briefkurs und der andere gibt zum Geldkurs. Aber ich meine, wenn sich natürlich der Preis nach oben bewegt, der Geldbrief, dann kaufe ich dann auch höher. Ich kann nicht sagen, ich möchte nur Mitpreis bis zu diesem Limit, weil das wird dann zu kompliziert. Wie wichtig ist denn der Blick aufs Orderbuch aus deiner Sicht? Ja, ich denke, das Orderbuch zeigt schon teilweise ein bisschen was, vor allem wenn Orders da sind, die länger drin sind. Also man sieht ja, dass, ich sage jetzt am Abend, wenn kein Handel läuft, sehe ich ja, welche Orders stehen noch drin. Mhm. Und diese Orders, die werden normalerweise nicht rausgenommen. Während des Tages, wie erklärt, mit Maschinen ist es teilweise wirklich auch ein bisschen, ich denke, vielleicht macht dann eine Maschine auch Geld, obwohl er gar nicht kaufen will und versucht, die Preise so ein bisschen zu bewegen. Also versuchst auch die Absichten der wirklich interessierten Marktteilnehmer, sei das jetzt verkaufs- oder kaufseitig, so abzulesen, indem du einfach die Orderbücher systematisch anschaust und dir Gedanken darüber machst, was da läuft. Richtig. Oder eben dann auch während des Handels zu schauen. Ich meine, diese Drittelvolumengeschichte, die ich erzählt habe, ich meine, das sehe ich ja dann schnell, wenn irgendwo 500 gehandelt werden, wenn dann einer sofort noch ein paar Aktien verkauft, dann muss ich annehmen, da ist eine Verkaufsorder rum. Dasselbe auf der Kaufseite kann dann einem schon ein bisschen ein Gefühl geben,
in welche Richtung das jetzt das über die nächsten Stunden, vielleicht Tage geht. Das ist natürlich auch völlig viel spezieller jetzt bei diesen kleinen Aktien wie bei einem Large Cap, wo du Zehntausende Marktteilnehmer, vielleicht sogar Hunderttausende hast, die sich gegenseitig neutralisieren. Da stehst du mitunter vielleicht zwei, drei großen anderen Parteien gegenüber und das ist natürlich dann eine andere Voraussetzung, ja. Das ist richtig. Darum, ich meine, grundsätzlich eben gegen die Großen anzukämpfen, macht keinen Sinn. Aber wenn der Mechanismus mit diesen 100 Millionen greift und der einfach verkaufen will, dann macht es dann schon irgendwo Sinn. Mhm. Und ansonsten ist es halt häufig, dass du dann wirklich diesen Zyklus spielen musst von wir liegen am Boden und wenn dann die Euphorie kommt, musst du dann irgendwann wieder raus, weil irgendwo ist einfach auch wieder Schluss. Wenn Sie Fragen zu diesen Themen haben, haben Sie die Möglichkeit, bei den Kommentaren unter dem Video Ihre Frage reinzuschreiben. Ramon Huber wird die dann auch beantworten. Jetzt gibt es ja einzelne Professoren, die behaupten, Market Timing sei unmöglich, obwohl jeder sieht, dass es irgendwo gehen muss. Ich meine, der Taxifahrer steht zur richtigen Zeit am richtigen Ort bereit. Der Schreiner ist dann mit seinen Arbeitskräften bereit, wenn die Aufträge kommen. Also, wie ist das für dich jetzt? Also, ja, ich finde Timing extrem wichtig. Und ich meine, ihr habt die Produkte, die das Timing wirklich gut über längere Fristen zeigen, wie das funktioniert. Und ich glaube einfach, dass man mit dem Timing fast den größten Faktor hat, um Geld zu verdienen oder nicht. Weil kaufe ich den DAX bei 12.000 oder bei 16.000? Ich meine, wir wissen, ob der DAX jetzt in 3 Jahren wieder bei 12.000 oder 16.000 ist, wissen wir nicht. Aber wenn ich bei 12 gekauft habe, dann habe ich dann irgendwo was verdient. Ja, man, das macht dann einen Unterschied. Ja. Genau. Und ich denke auch, man hat über die Jahre einfach den Leuten erklärt, ihr müsst kaufen und dann werdet ihr reich. Und ich glaube, jetzt sind wir wieder in dieser Phase, wo man das wieder anfängt zu hinterfragen, weil die Märkte steigen einfach jetzt schon seit Jahren nicht mehr. Also ich kann mich erinnern, bei der Credit Suisse First Boston, wo ich ja gearbeitet habe, viele Jahre, stand am Eingang Trading an und Verkauf von Aktien. Und das ist es ja. Man muss die Aktien auch wieder geben, damit man sie noch günstiger wieder zurückkaufen kann. Und das macht es dann langfristig wirklich interessant. Absolut. Dann sehen wir uns doch am besten gleich mal so 2, 3 Beispiele an, die du während den vergangenen Wochen bearbeitet hast. Ja, gerne. Ich meine, ich habe 3 Beispiele ausgewählt, die in die heutige Zeit passen. Energie, Alter und Kinder. Für mich ist immer dieser Zyklus, den ich schon erwähnt habe, Bodenbildung, dann Handel irgendwo zwischendrin und dann Euphorie. Und wir haben hier als erstes die SFC Energy, die schon all diese Zyklen durchgemacht hat. Also man sieht auf dem Chart, die Firma, die ist schon lange, lange dran, die macht Wasserstoff-Brennstoffzellen. War überzeugt, dass das die Zukunft ist, wollte aber lange niemand hören. Mhm. Und dann kam natürlich diese ganze ESG-Geschichte. Da sieht man auf dem Chart, es ging nur noch hoch. Mhm. Der Firma Business ging weiterhin okay, hatte da Aufträge, die ein bisschen kamen, aber der Preis schoss hoch. Dann irgendwann ging diese Euphorie wieder ein bisschen verloren, Märkte kamen runter, dann ging es wieder in die andere Richtung und dann kam der Krieg. Und dann auf einmal, ja, wir müssen irgendwoher Energie haben. Mhm. Jetzt rennen ihnen die Leute die Hütte ein. Mhm. Aufträge bis weit ins nächste Jahr. Jetzt läuft das Geschäft. Ja? Jetzt läuft das Geschäft. Mhm. Der Aktienkurs ging nochmals hoch. Und dann hat die Firma gesagt, wir machen eine Kapitalerhöhung. Wir müssen Geld haben, um Kapazitäten auszubauen. Mhm, weil die Nachfrage so groß ist. Ja. Genau, das war vor 2 Monaten. Bei 19,50. Sieht man auch auf dem Chart, wenn man reinschaut. Dann ging es, kurz darauf kamen sie mit den Zahlen raus.
Leute wieder begeistert, ging wieder hoch, glaube bis auf 25. Und dann auf einmal hat irgendjemand gesagt, ich möchte jetzt hier raus. Und dann ging es wieder nur noch runter. Wir gingen vor ein paar Tagen bei 17 Franken wieder raus. Also hat irgendjemand gesagt, er will wieder raus, was du das? Ja, ich meine, vielleicht bei dieser Kapitalerhöhung mitgemacht, dann nicht verkauft, als es hochging, dann auf einmal kommen Verluste und dann kommt dann vielleicht noch ein Riskmanager und sagt, hast du gesehen, da verlierst du Geld, du musst da was verkaufen und dann geht's runter. Und ich denke, diese Phase haben wir jetzt, die ist im Handel, die ist weder am Boden noch oben. Ob sie jetzt wieder am Boden ist, weiß ich auch nicht, muss ich jeder selber ein Bild machen, dass das Produkt über die nächsten Jahre sicher was ist, das die Leute brauchen. Das ist, glaube ich, nicht in Frage gestellt. Aber ob sie damit der Kurs am Schluss steigt oder nicht, das wissen wir auch nicht. Also du möchtest eigentlich die Aktie tendenziell kaufen, wenn ich richtig verstehe jetzt, und schaust jetzt, wann der Zeitpunkt für dich stimmt. Genau. Dann das andere Thema, das zweite. Ja, das zweite ist wirklich das Alter. Gibt eine Firma, Apontis, deutsche Firma, die macht sogenannte Single Pills. Das heißt, die nimmt 2 bis 3 Wirkstoffe von Generikas und kann die in einer Pille zusammenfassen. Also das heißt, im Alter mit Blutdrucksenker und was muss man noch alles nehmen, dass der Herzrhythmus nicht so hoch ist, gibt's statt, dass ich dann 3 Pillen nehmen muss, nur noch eine. Gut, aber so innovativ ist das jetzt nicht. Aber ich glaube, das unterschätzt man sehr, weil wenn ich meine Eltern sehe, die haben so Freude, wenn sie eine Tablette weniger nehmen müssen. Ja. Ich meine, die haben 5 und dann muss ich auf einmal nur noch 2 nehmen. Und ich meine, der Erfolg ist schon ein wenig da, aber jetzt kam vor ein paar Monaten eine Studie, die dann in diesem doch wichtigen New England Journal of Medicine verbreitet wurde. Und darin sagt man, dass wenn man 3 Jahre Single Pills genommen hat nach einem Herzinfarkt gegenüber normaler Behandlung, 25% haben weniger wieder einen Herzinfarkt und 1/3 stirbt weniger. Mhm. Also, und wenn man den Chart anschaut, der ging nur runter. Und das ist jetzt so eine typische 100-Millionen-Grenze-Geschichte. Die Firma ist jetzt noch gut 50 Millionen bewertet, hat aber 25 Millionen Cash. Also das Business ist noch 25 Millionen wert. Und sie verdienen Geld. Also nicht, wie wir vorher bei Rose gesprochen haben, die brauchen kein Geld. Und wenn die ihre Ziele erreichen, und ich sage jetzt, ich glaube nur die Hälfte erreichen sie, dann sollten sie 2026 irgendwo 10 Millionen verdienen für ein Business, das noch 25 Millionen wert hat, denke ich, lohnt sich anzuschauen. Apontis ist in Deutschland kotiert. Ist in Deutschland kotiert und wir sind jetzt da von mir aus gesehen in einer nächsten Bodenbildungsphase. Ich sage, bei den Small Caps geht es immer so stufenweise. Die Aktie war bei 8, dort hat es Volumen gehabt, dann kam eine nächste Welle, jetzt sind wir bei 6,5, jetzt hat es nochmals Volumen. Es ist einfach die Frage, wann ist der Verkäufer fertig? Und man muss sich jetzt überlegen, kaufe ich jetzt schon was oder warte ich, bis er fertig ist? Nachher hat es vielleicht weniger Volumen. Ich denke, wenn es wieder hochgeht bei 8, hat man noch eine Chance, wieder einzusteigen. Ist abzuschauen für jeden, wie er es machen will. Und jetzt vielleicht in kurzen Worten noch dein letzter Tipp. Letzter Tipp geht um die Kinder. Toni-Boxen. Jeder, der Kinder hat, hat das vielleicht schon mal gesehen. In Deutschland, Hälfte der Leute haben das schon. Die Firma kam über einen sogenannten SPAC an die Börse, darum am Anfang der Chart so flach. Und dann waren Leute begeistert von der Idee. Es ist so ein Rasierapparat-Modell. Ich verkaufe die Box und nachher verkaufe ich Klingen. Also die Klingen sind so Toni-Figuren und ich höre da Geschichten. Wie wir früher mit dem Kassettenrekorder. Man hat keinen Bildschirm und das scheint wirklich ein Hype zu sein. Und ich meine, ich höre ja das auch, dass man sagt, ja, die Leute sind zu viel vor dem Bildschirm. Und jetzt hat die Aktie, die ging, glaube ich, auf 14 hoch, 2 Fonds haben da eingepackt und dann ging es nur noch runter. Ich meine, wir waren beim SPAC dabei, haben uns verabschiedet.
Nachher, als es dann runterging, haben wir angefangen, Positionen wieder zu kaufen. Jetzt, seit ein paar Monaten, hat es wenig Volumen, sehr wenig Volumen. Ich glaube, die ist jetzt an der Bodenbildung schon vorbei. Und jetzt ist die Frage, wie läuft es weiter, wann kommt wieder Interesse rein. Aber das ist sicher eine Aktie, die man, wenn man Kinder hat, auch für die Kinder auf die Seite legen kann. Und da schaust du jetzt also, wie die Volumen, die einzelnen Orders gehen und aufgrund von deinem Marktgefühl probierst du dich dann da zu positionieren. Genau. Und ich meine, wie vorher erklärt, mache ich da ein gewisses Rebalancing. Wenn es mal wieder hochgeht, verkaufe ich wieder was, kaufe wieder was. Und ich meine, die Zahlen werden sehr wichtig sein. Management wieder treffen, wieder ein Call machen mit denen, schauen, wie das Geschäft läuft. Mhm. Und ich meine, die sind jetzt in den USA auf den Markt gekommen mit diesen Tony-Boxen und das erste Jahr war extrem erfolgreich und das wird jetzt sicher sehr entscheidend sein, wie das Weihnachtsgeschäft dieses Jahr läuft. Also ich finde es sehr interessant, du suchst die Aktien, also aufgrund der Geschichte, auch der fundamentalen Daten aus, auch aufgrund, ja, ob die Firma für dich persönlich einfach passt im Markt. Das machst du mit vielen Aktien, baust ein Portfolio auf und das sicherst du dann ab oder eben nicht, wenn es insgesamt nach oben geht. Ja, richtig. Und ich meine, jetzt für den Moment ist man sicher nicht zu long positioniert. Jetzt ist dann auf der Hedge-Seite ist so ein bisschen Trading angesagt. Hedge ist hoch runterfahren. Mhm. Und der Rest des Portfolios ist jetzt eher auf der Käuferseite, weil ja doch die View ist, dass dann irgendwann der Boden erreicht ist und dann muss man wieder ein Portfolio haben. Gut, meine Damen und Herren, Sie haben es gehört, Sie haben die Möglichkeit, in den Kommentaren drin beim Video Fragen zu stellen. Ramon wird die beantworten. Vergessen Sie bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dann den obligatorischen Daumen hoch noch. Der ist wichtig für uns, weil der YouTube-Algorithmus das Video dann auch entsprechend anderen interessierten Personen vorschlägt. Wir sehen uns hier in einigen Wochen wieder. Besten Dank fürs Zuschauen, besten Dank dir, Ramon, fürs Kommen und Ihnen viel Erfolg an der Börse.